Oh nein, ich und mein Brownie sind ja ausgesetzt in der Wildnis. Wir haben leider nur 40 Halbstufen dabei und ich möchte hier mal ganz gerne so einen kleinen, ja, quasi Anker für meinen Brownie bauen, dass mein Brownie nicht immer weglaufen kann. Also, ja. Und ich habe da so einen, so einen Stall quasi mal erfunden. Neuerdings. Letztes Mal erst, ne? Und der geht so. Also baut euch erstmal so einen Ring aus Halbstufen, dann insgesamt 5 Halbstufen in jeder Ecke. Und das hier, wartet. Müssen auf jeden Fall genau 2 Blöcke dann noch sein. Also, jetzt 1,5. Das sind jetzt 2 Blöcke, wenn ihr das so zumacht. Also, warte, ich erkläre es gerade ein bisschen dumm. Es muss halt hier genau 2 Blöcke jetzt sein, damit man gerade noch durchgehen kann. Und ein Pferd ist wahrscheinlich, wie es aussieht, ein bisschen größer als 2 Blöcke, deswegen passt es dann nicht mehr durch. Also ich kann da jetzt zwar durchracen mit meinem Pferd. Halt. Wenn wir jetzt hier springen, dann geht es locker durch. Aber es kommt nicht mehr leicht von alleine raus. Also wenn ich nicht mehr auf meinem Pferd hocke, kommt es nicht mehr raus. Außer ich schub's halt auf die Halbstufe, dann kommt es schon raus. Und in diesem Pferdestall ist jetzt nur ein Platz für ein Pferd. Aber ihr könnt ja natürlich auch größer machen, also 3x3, 4x4, wie ihr wollt. Aber natürlich muss es hier genauso sein mit Halbstufen und mit Treppen, glaube ich, geht es nicht. Ich kann ja mal alles austesten. Und das war mein Video über einen, über den wahrscheinlich einfachsten und kompaktesten Pferdestall in Minecraft. Man braucht nur 40 Halbstufen, stell dir das mal vor. Wenn ihr irgendeinen kompakteren habt, macht mir einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Like, subscribe, favorite. Okay, das hat sich jetzt gar nicht gereimt. Ah, haut rein.